put your other hand like this. So now please make noise. Like me, like me. Oh, sorry. Wait. I have two now. So? Oh, you have the other two. Oh, no way. God. Oh, man. No. What? Yeah, sorry you couldn't be here, but I'm hanging out with my buddy Matthias, and we're having a great time. Is this going on the vlog? That's going to be in the vlog, yeah. Yeah, for sure, man. So check it out. Hotel angekommen. Dennis und Olli sind schon in ihrem Zimmer. Ich mach's mir bequem mit meinem Süßen hier. Glorreicher Moment. Wie sieht das Zimmer aus? Krasses Reveal. Zimmer ist überlichtet. Yay. Okay, was sagst du? Leute, das ist so blau, weil ich den Weißabgleich noch auf dem Kunstlicht hab. Das ja. Geld kann man sich nicht beschweren. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Hey, ist ja doch so ein Doppelbett also zum Kuscheln. Ja, wirkt sogar ja, cool. Relativ edel. Beim letzten Mal hatten wir einen gebrauchten Rasierer noch in der Dusche liegen. Von daher ist das schon total. Was mir auch im Flugzeug schon aufgefallen ist, ich habe meinen Adapter vergessen. Wisst ihr noch, wie ich im letzten Vlog gesagt habe, jo, schön, dass ich mir jetzt diesen Adapter gekauft habe? Ja, ich habe ihn vergessen. Lel. Guck mal, wie der Erik aussieht da vorne. Dennis hat gerade wieder am Ende vom Video gesagt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Oha, Freunde, seht ihr diese Wellen da hinten? Das geht ja komplett ab. Taken jetzt unser Review. Ja, direkt vor der Messe. So muss das sein. My boy. Alle mit Kameras. Guck mal, Teletubby. Nee, nicht Teletubby. Tinky Winky. Dipsy. Lala. Dennis ist Po. Oh. Guck mal, Leute, dieser Laden da heißt Gregs. Versteht ihr? What's going on, guys? Julius Dean here. I'm at the Blackpool Magic Convention. Having an amazing time. Bought a ton of magic tricks. And I'm excited to be going out to different cities in the next few weeks performing them. Just want to shout out the German viewers. What's up, German viewers? Hope you enjoy the magic. Take it easy. Peace. I'm Olli. Hi. Olli? Like Olli Mieling. He's the original Olli. Olli. Yeah. Trick. Film a Trick. That's his YouTube name. Oh, right. Wicked. So that's your signature, right? On your card? Yes. Right. I'm gonna put it approximately in the middle. Is that fair? Totally fair. Yeah, right? Totally fair. I'm gonna put all the rest on top. Yep, just that way. Okay. Be an option. That would be an option. 4, 5. Could you look at me? 4, 5, 6, 4, 5. It's not the 4, because I don't think it's the 5. I think your card, could you give me your hand? Could you give me your hand? Is the 6. Oh. That's not your card. Was it close to your card? Maybe. No, you can tell me. Yeah. Could you hold a 6? Just like that, yep. Okay. Hold it. Now, what was your card? 5 of diamonds. Yeah. 5 of diamonds. Right. So I'm only 1 diamond away. Yeah. Yeah, that's right. Look, if the cameras can come. Yes, look. Very closely. I could actually take 1 diamond away, because I actually go like... Ooh. 1, 2, 3, 4, 5 diamonds. That's your card, the 5 of diamonds. But you know what? You're not impressed. Because that's not really your card. You signed your card. Yeah. But this is actually your card. Awesome, man. Really awesome. Hause weg, Olli. Hause weg. Der Olli ist voll und ganz in seinem Element hier. Das sieht sehr professionell aus, was du da machst, Olli. Freunde, wir sind angekommen auf dem Messegelände. Hier beginnt die Magic, hier sind haufenweise Zauberer und Leute, die ihre Zauberprodukte verkaufen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein bisschen rum, gucken, was es hier so gibt. Und ich guck mal, ob ich vielleicht auch sogar ein paar Leute vor die Kamera kriege, die einfach mal den krassesten Trick aller Zeiten performen sollen. Das ist was für die beiden kleiner Boys. Haufenweise Decks, versteht ihr? Oh, Cartoon! Warte mal, Cartoon für wie viel? Für 5? Nice! Für 20? 9? Da haben wir noch Virtuosus für 12 Pounds. Leute, ihr müsst natürlich dran denken, das ist Pound, ja? Also 12 Pounds sind ungefähr 15 Euro, ja? Guck mal, Leute, von Tankards denkst du, die sind fake, ne? Erklär mal, Erik, warum sind fake? Ja, hier den Strich, normalerweise ist der mal einheitlich und hier ist er sehr dick und hier ist er läuft nach dünn. Ich finde, Daniel hat er doof. Ende. So, Freunde, ihr seht schon, hier wird gerade eine wunderschöne Session gemacht. Und da, Freunde, guckt mal, sind die nicht wunderschön? Oh mein Gott, sie sind so wunderschön. Oh, die sind so cute. Ja, Dennis, der hat sich jetzt erstmal schön frei gemacht. Wir machen hier gerade schöne Fotos, also folgt uns allen schön auf Insta. Dennis, wie fühlt sich das so an? Kalt. Nee, lass mal.
Wir drucken hier unsere Somnium-Karten bei Kratamundi, das ist der. Und ich habe hier den Jens. Hi Mom, nice to see you. What's your name? James Grossman. James, show us something. About halfway? Yeah. Right there. Yeah, putting them up into your hand. Yeah. I don't want you to deal them down like this. I'll stop right here. And you want the jack or the ace of clubs? Ace of clubs. Ace of clubs. Yeah? Yeah. Okay. You couldn't pick any of these, right? Yeah. That's what the ace up like that. Yes, that's right. And if you cut deeper, you're going to be completely different. Yeah, that's right. My decision had influence on everything, right? I always turn over that card. Turn over the card that you struck. That's for real. This card was lying next to me. I didn't even catch it. I didn't catch it. Damn it. Great trick, man. Great trick. Really, for real now. Was für eine Drohne ist denn das? Das ist die DJI Mavic Pro. DJI Mavic Pro. Ich würde mal sagen, Amazon-Link ist in der Videobeschreibung, oder? Dann immer über meinen Link kaufen hier. So. Also ist auch nicht so teuer eigentlich. Das ist aber voll krass. Die ist so klein. Leute, guck mal, die passt in so ein kleines Täschchen rein. Gibt's auch ganz toll die Mavic Pro Air. Oder Mavic Air heißt sie. Ja. Die ist noch kleiner. Also quasi so. Drei, zwei, eins. Okay. So Freunde, wir gehen jetzt hier einfach mal ein bisschen rum und fragen die Leute, ob sie uns ein paar coole Tricks zeigen können. Und mein Akku meldet sich als leer. Eventuell filme ich gleich mit dem Handy. Reacting to you on Fool Us together. Okay. Hello, I'm here at Blackpool with Matty and we are having fun. So I have a 4 white card and I'm going to change it to 4 blue cards just with a magic stamp. Okay. Okay. So I just do that and now the card changed. Do you know how it's done? It's very easy. Yeah. And I'm using magic cards. But if I just snap my fingers, now this card changes and it's red on both sides. This is a magic card. If I put it in my pocket, the card comes back. When the card comes back, the card changes the face. When the card changes the face, they all change the faces and also the backs. Any questions? Thank you very much. That was really, really cool. Hello. By the way, I don't know. I got like 15 followers from your post. Yes, that's right. We were reacting in a live stream to your Fool Us, right? I think it would be really cool just for those people. Do you want to perform a trick just for them? That would be cool. Yes. Yes. Awesome. Yes. Cool. Matty, right? Yes, that's right. Shuffle the cards. Okay. Okay. Satisfied. I select one card. I'm not gonna be looking. All right. Got it. Remember it. Yes. Absolutely. Put it back. Anywhere? Yes, anywhere. All right. And then shuffle them again. Okay. Okay. Design and after that. Okay, now I'm hyped. And now I have to find out which card it is, right? Absolutely. And normally I would, for instance, I could read your mind. Yeah, that's right. To be able to tell it was a black card, probably a club. Probably, yeah. I could use magic to be able to tell where in the deck it is, yes. And I could use skill, sleight of hand, to be able to hit the no place. Way. And it was the six of clubs. That's so awesome. Thank you. That's very cool. And of course, the cards are all different. Name any card. Ace of diamonds. The ace of diamonds. Cool. That's easy. Give me another one. Okay. Name a different card. Seven of hearts. Wait. We'll shuffle the cards so they're in, okay. In no setup. Name any card. Seven of hearts. Seven of hearts. No way. Yes. That's just impossible. I think very many of the people out there, they have no clue about it. It's just very magical, right? Because you don't have to go like any card at any number with counting and making some fishy moves, right? You just go straight into it. I love it. Let's take a selfie. Oh, okay. The last time we did it with the deck, this time yes, let's we do it with the book. Okay, awesome. 3, 2, 1, cheats. I have a chain, I have a ring, and I have a purse. Nothing else. I put the ring into the purse. Then, holding the ends of the chain, my wife is crap. I hang the middle of the chain into the purse, like this. I drop one end in front and the other behind the purse. My hand is empty. I snap my fingers and the magic happens inside of the purse. And now, very slowly, no fancy moves, I hold again the ends and very slowly I bring them above the purse. Like this. Awesome. That's you can very check. Cool. The trick works with any ring, any chain. You can borrow the ring, you can borrow the chain. This is from Astor Magic. That's okay. Very cool. Thank you for watching this video. Thank you very much. But I guess it's cool.
few years ago, I was out in the world traveling and I bought a souvenir. And if you touch here, you can feel the shape of the souvenir inside, right? It's a circle. Yeah, it's a circle of something, right? I also bought this deck of cards at the airport of Amsterdam. I want you to just point at any of the cards, right? Okay. Yeah, so you can take a look at that card. Yeah. Right? Can I take it? Yeah, you can take it. All right. If it's a country, could you connect it with a tourist attraction everyone can recognize? Yes, yeah, that's great. My goal would be to guess where in the world you will be traveling. Mm. But it's nicer to have someone with you, right? That's right. Yeah. So, do you have a name of someone that you want to bring on this journey? Yes, I do. It's Vanessa. Vanessa, wonderful name. Yes. So you and Vanessa will travel to this country. I think that you two will go to, I'm pretty sure that you two will travel to France together, right? That's absolutely correct. Oh, awesome, yes. You know. A few years ago, I was out in the world traveling as well, and I bought a souvenir at the Eiffel Tower. Oh, isn't that cool? That's cool, yeah. I have a friend with me. Her name was Vanessa, so I had her name engraved inside the amulet. Oh, that's so cool. Did you get it on camera? Like, can the people see? Yeah. And if you take a finger and touch, you can feel that this is for real engraved. This is engraved, indeed. Yes. Come visit my website or whatever, and I hope that you find something that you will like. Thank you very much. I'm going to run through this card, and I want the folks at home to just mentally pick one card, but not this one. Can the camera catch it if I run through? Here we go. You got one? If I'm right, like this video if your card is right there. Oh, okay. There it is. We get a lot of likes now. Yes. No, really. If it's there, like this video. Awesome. That's really cool. So do you want to say something to the German audience? Cheers. Do you know the difference between a close-up magician and a mentalist? If I was to ask you to name any playing card at all, what card would you name? Three of Diamonds. The Three of Diamonds. Thank you. But I'm a close-up magician. What a close-up magician would do, you take out an envelope, place it on the table from the beginning. It take out a deck of playing cards and show you that they are all different and mixed. It would then ask you to cut the cards, look at the card that you cut to, and place it back. Now I'm going to try you first of all, just to remove the joker. The card that you cut to, it was a red card, wasn't it? Absolutely. It was a heart, wasn't it? It was. Was it the nine of hearts? Okay. Did I get it? Yes, that's right. This is exactly what a close-up magician would do. And you could have cut anywhere within that deck. The prediction card's been on the table from the beginning. That's right. Inside this prediction envelope, I have a matching nine of hearts exactly where you told me to cut to. Yeah, that's right. But if I was a mentalist, and what was the card you thought of at the beginning? Three of diamonds. The Three of Diamonds. And that was just a pretty random choice. These cards have been on the table from the beginning, and the Three of Hearts was just a thought of card. And if I was a mentalist, wouldn't it be good if on the table, the cards, which were in full view from the beginning, was a mentally thought of card? That would be no amazing. Way, that's so awesome. We're Alakazam Magic. You can find us at alakazam.co.uk. We have a full range of our own products as well. We have our own online academy as well, which is awesome. You have to check that out. Cool. Have a great time, guys. Hey. Destiny Deck. Destiny Deck. Ich habe gehört davon, aber ich würde es gerne jetzt live sehen. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Okay? Ja, soweit so gut. 1, 2, 3, 9, 10. Die Idee von Coins of Growth ist, eine Karte von einer Seite zur anderen wandert. Erstes muss man natürlich eine Karte auswählen. Das heißt, ich habe eine Karte drauf. Merke die Karte. Keine Tricks. Mhm. Und jetzt sagen wir eine Position zwischen 1 und 10. 3. Eine Karte war die? Karo 9. Gesehen? Definitiv. 1. Was ist jetzt? 3. 3. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Und? Position 3, die? Karo 9. Sehr schön. Wirklich schön. Ja, ist schön. Willst du noch irgendwas für die Zuschauer sagen? Kommt das nächste Mal nach Blackpool. Ist der Hammer. Auf jeden Fall. Okay, Teleporter. Ja. Teleporter das lieben wir auch. Die jungen Leute lieben Teleportation. Ist das so? Ja, wirklich, die lieben das. Normales Kartenspiel? Jetzt mal. Ja. Okay. Guck mal. Wir mischen die Karten. Darf ich auch mischen, oder? Du kannst mischen, was du möchtest. Okay, mach mal. Ja, ja. Okay. Ich breite die Karten jetzt mal und du hältst die in der Hand. Ja. Breite die mal so aus. Ich möchte, dass du dir eine Karte aussuchst. Von denen. Ja, nur im Gedanken. Ja. Du auch eine? Du auch eine im Gedanken, ja? Mhm. Okay? Ihr habt die hier gesehen? Mhm. Hat man die Hand oben drauf? So, guck mal, ich mische nochmal. Dein Name war? Pino. Pino. Was war deine Karte?
war deine Karte? Kreuz 10. War nicht schwer. Warte, brauche ich Pan. Pan to Pan. Und deine Karte? Kreuz Dame. Ja? Mhm. Eure Karten dürften nicht mehr. Jawohl. Nicht mehr im Spiel sein. Wunderschön. Denn die sind hier angekommen. Kreuz Dame. Da ist die Kreuz Dame. Ja. Und da ist die Zacht. Wunderschön. Das Dame. Ist Dame. Geil. Schön. Ja, echt cool. Der heißt jetzt Teleporter. Das Teleporter ist super, super easy. Also ich benutze es tatsächlich für professionellen Einsatz als Opener. Ja. Weil du hast sofort 10 Leute, die am Tisch sitzen. Und es können halt bis zu 26 Leuten, 30 Leuten mit diesem Karte denken. Und du hast die sofort alle involviert. Das ist und cool. Reset. Fertig. Fertig? Ja. Wollt ihr noch wissen, was geht? Wenn die Kamera raus ist. Ja, wenn die Kamera raus ist. Also Matthias, das hier ist kein Kartenkunststück. Okay. Das ist eine Liebesgeschichte zwischen dir und einer Spielkarte. Es geht darum, eine ganz bestimmte Karte zu finden, nämlich die Kreuz 9 für dich. Ja. Wenn du jetzt mal wählen müsstest auf dem Kartenband, welche davon wäre denn die Kreuz 9? Ich glaube, das ist die Kreuz 9. Genau die. Ja. Ja. Ohne Scheiß. Hättest du irgendwo anders getippt, wäre es ein ganz anderes Ergebnis gewesen. Wirklich? Ja, klar. Kein Spaß jetzt. Ja, natürlich, weil da drüben wäre alles so Karo gewesen. Das heißt, da drüben wäre Karo gewesen. Und da drüben wäre Herz und Pik gewesen. Aber genau da, wo du drauf getippt hast, war ich die Kreuz 9. Es ist so wunderschön. Aber es ist ja eine Liebesgeschichte. Und eine Liebesgeschichte endet ja nicht sofort beim ersten Mal. Bestimmt. Ja, und Kartentrick, ich kann es ja nicht wiederholen. Deswegen lass uns das mal nochmal neu spielen. Ja. In der zweiten Chance. Es geht ja darum, die Kreuz 9 zu finden. Ja. Darf ich sie wieder suchen? Sag mal so, sie ist ja noch hier. Ja. Aber was wäre, wenn du eine zweite Chance gehabt hättest, wenn du irgendwo anders getippt hättest? Ja. Welche dann hätte ich genau die da angetippt, die da. Hier? Hm. Was bedeutet das denn dann für die Karte da drin? Wie hier? Das wäre, keine Ahnung, das müsste dann hier, was lag hier Herz, glaube ich. Das war ja eben, das war ja hier die Kreuz 9, aber das sollte ja nicht mehr sein, oder? Eben, das ganze Kartenband muss sich ja verschieben, nur genau. Speziell für den Moment, wo du drauf tippst. Genau. Weil jetzt hier in dem Bereich, wenn jetzt hier zum Beispiel die ganzen Herzen auftauchen, was mehr Sinn macht. Ja, und dann wäre hier die Kreuz. Und dann hättest du hier die Kreuz mal getippt. Das ist so wunderschön. Guck mal Leute, das ist doch genau das, was man liebt in der Kartenmagie. Genau solche Spielchen. Wir machen noch ein bisschen mehr. Und zwar, ich entferne mal alle Kreuz. Das heißt, wir haben jetzt nur noch über 27 39 Karten. Genau. Alle Karo, Pik und Herz. Mhm. Stell dir einfach mal vor, du würdest eine Straße entlang laufen mit 39 Häusern. Mhm. Von 1 bis 39. Mhm. An welcher Tür würdest du anhalten, klopfen, um nachzusehen, wer sich dahinter befindet? 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, was erwarten wir denn hier? Also eigentlich ja die Pik 10. Eigentlich die Pik 10, aber. Da ist ja dein Schicksal ist, die Kreuz 9 zu finden. Genau. Wir müssen jetzt mal hier kontrollieren, ob sich denn da die Kreuz 9 schon verabschiedet hat. Ja. Weg. Weg ist sie. 17. Es ist so schön. Schöne Grüße. Liebe Grüße, ihr wisst Bescheid. Fukacha, eben. This, I think, all the world and never was more small. Crazy. That's crazy. And Right. That's so cool. I'm going to show you that one of these keys actually opens the lock. Okay, so if I put this key inside and turn it, see, it opens the lock, yeah? That's right. I'm going to put these with all the other keys. And can you put your hands together for me? Perfect. If I take these keys and put them in your hands, go like this, give them a nice shake for me. It hurts me now, I don't know where that key is, yeah? That's right. I'm going to clue where the key is. Can I have those back? Perfect. What you've got to do, you're going to take 6 of these keys. Mm-hmm. Your challenge is you've got to try and open the lock, okay? I should try. Yes. Okay. So have a go, try and open the lock. Maybe this one? Nope. Maybe you did that right there. That's number 2. Try that one. Nope. Number 4. I see where this is going. Number 6. We're going 6. Final one. Final one. Damn it. Okay, so you left me with one key. That's tried right. All these other keys. That's left right. Me with one. If we try the key inside the lock, if we look very closely, the last that's key right. Is the lock. There you go. Thank you. Cool. Thank you for showing me. Thank you very much. Hi, Germany. Hi, Germany. Do you want to see some cool escapes? Make sure you check out Amethyst Magic. We do all kinds of really cool escapology things. Come and find us. Awesome. There you go. Cool. India awesome. Rope 3. Yes.
From India. Yes. Yeah, it's slightly bigger. But certainly there's more. Yellow and a pom-pom, look at that. Yes. That was it. But if you connect this, it goes that way as well. Okay. And then if you go like that, it goes that way. Okay. And it goes from that way to that way. Okay. Crazy, isn't it? If you go like this, like that. Alright. So then, you go like this, you hold it there. Look. Oh. This one will do a lot. This. Back to normal. Crazy. It's so confusing. Yeah, it's crazy. Thank you very much. I hope you have enjoyed the demonstration and one day we will come and meet you. Yes. Come to Baku. Can you see? Yeah. Watch this. I just will call back. That's the last view. If you like. Oh, that's so cool. Gary James from Pro Show Magic. That's proshowmagic.co.uk. From Edinburgh, Scotland. Come and visit Edinburgh. It's a beautiful city. Edinburgh Castle is a must. Ich habe ihn hier. Eine Spielkappe mit zwei Löchern drin. Ja. Und ansonsten keine Klappe, kein Magnet, nichts. Können Sie gerne mal untersuchen. Jo. Jo? Jo. Die beiden Löcher, die sind einfach dazu da, dass man sie zwischen die beiden Plexiglashälften klemmen kann. So. Kann da nichts mehr durchgehen durch das Rohr. Greifen Sie mal rein, ob da ein Elefant drin sitzt. Kein Elefant. Nein, leider von der Seite auch kein Krokodil. Aber, so. Pass auf, dann werfe ich hier die drei China-Münzen rein, dann fallen die eine nach der anderen durch. Glauben Sie das? Wenn Sie das sagen, auf jeden Fall. Genau. Eine Magier sollte man immer vertrauen. Ich mache ja das jeden Tag, deswegen kann ich sagen. Schauen Sie. Sieht man die erste Münze schon? Nein. Ich habe was vergessen. Man braucht dazu ein unsichtbares Loch. Sehen Sie mal. Man nimmt das unsichtbare Loch. Wirft das hier rein, dann sucht man jemanden aus dem Publikum, der die drei Münzen in die Hand nimmt und eine nach der anderen hier in die Röhre reinwirft. Die erste, die zweite und die dritte. Dann schnippt der Zauberer mit dem Finger, dann haut es die erste schon durch die Spielkarte durch. Zwei bleiben über. Das probieren wir gleich nochmal. Sie nehmen die beiden Münzen, werfen die rein. Die erste, die zweite. Dann fällt die zweite schon wieder durch, bleibt noch eine über. So, die eine, die stecken wir jetzt in die Hosentasche rein. Ja. Lassen die die Hosentasche durchdringen, dann fliegt die um ihren Kopf rum, unsichtbar natürlich. Natürlich. Wird unsichtbar in die Röhre reinfallen, wird die Spielkarte durchdringen und wird sichtbar auf den Tisch fallen. Haben Sie eine Idee, wie das geht? Halten Sie mal Ihre Hand auf. Ist ganz einfach, es geht elektrisch. Ich bin so verwirrt. Wunderschön. Ich auch. Dankeschön. On 4 coins, yes? Yes, that's right. Yes, sir. So, 4 coins on my left hand, yes? Yes. Pay attention, please. 4 coins there. 1 coin travel to my right. Amazing. That's amazing. Let's do it in your hand, please. Open your hand. One, okay. Please, and put your other hand like this. So now please make noise. Like me, like me. Oh, sorry. Wait. I have two now. So? Oh, you have the other two. Oh, no way. No way. No way. No, what? That's crazy. No way. That's very cool. So, two on the mat, two on my hand. Hello, I'm Mr. Tango from Argentina. Bye bye. Jetzt gerade mit seinem davor iPhone und das hat das Geist aufgegeben, kein Speicherplatz mehr. Ja. Und meine Kamera hat auch den Geist aufgegeben und wir haben einfach Wir haben zwei professionelle Kameras dabei. Eine ist im Hotel und eine hat Decks. Ja. Ja. Hey. I have a little something for you. Yes. Yes. A friend of mine and me, we were creating our own art. Oh, cool. So, this is one of 10 prototypes. But I want to give it to you. Thank you. So you're getting with Cartamundi? Yes, of course. Very cool. Somnium, that's the Latin word for dream. Very cool. You're going to notice there's a little mistake on those prototypes. For a magician, it even makes it interesting. Because you see, turn it over, you see the lines right here, right? Yeah. They're not perfectly in the center. Oh, I see, I see. So it's a one-way design. Yeah, it's one way. If you fan it like this, it's going to have a little circle there. That's cool. Thank you. Is there maybe something you want to say to the German viewers? Like, maybe even in German, right? Can you, only if you want. Sure. Hello.
Grüße aus Blackpool und ja, schade, dass du nicht da bist. Yeah? Yeah. Sorry you couldn't be here, but I'm hanging out with my buddy Matthias and we're having a great time. Is this going on the vlog? That's going to be in the vlog, yeah. Yeah, for sure, man. We'll check it out. Cool. Thank you so much. Freunde, Freunde, hier wird der Meteor-Trailer weitergedreht. Hier werden krasse Aufnahmen gemacht. Der Olli ist doch in seinem Element. Jetzt mal ganz ohne Spaß. Wie gut sieht der Typ aus, wenn er plötzlich eine Kamera in Hand hält? Ich auch. Eine Million Jahre Karte in der Hand. Sag mal, unter solchen Umständen, neues Deck, Regen, Wind und... I'm going to use this box later. So I'm going to take a card, for example, let's say we're going to take the diamonds. Yeah, all right. I'm going to basically put that in the deck and I'm going to shuffle it. In the deck, the Jack of Clubs, which is actually pretty good. I'm going to put this card inside the box. And you can see it's not like a back-to-back, nothing like that. And when you shake the box, the Jack levitates out, doesn't it? Yeah, that's right. Like, so, and that's all that happens. But it wasn't a card, was it? No, it wasn't. If you shake it once again. No way! No way! But it doesn't last that long, so... Turns back. That's cool, man. Wait, what? No way. What? When? Crazy man. Thank you very much. Cool. 66 Jahre Blackpool Magic Convention. Was ich mitgenommen habe, abgesehen von einer fetten Erkältung, ich habe so einige Lektionen gelernt bezüglich Magie. Dinge, mit denen ich mich auf jeden Fall mehr beschäftigen sollte. Dinge, denen ich bisher viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe. Auch viele neue Kontakte konnte man wunderbar knüpfen und abends im Ruskin mit einigen Leuten zusammen chillen und zusammen eine Cola trinken, die man sonst nur aus dem Fernsehen oder aus millionenfach geklickten Facebook-Videos kennt. Doch das Allerwichtigste, was ich mitgenommen habe aus dieser Convention ist, ich habe mich selbst immer viel zu sehr unterschätzt. Ich habe mich selbst immer viel zu klein gesehen. Ich habe mich selbst immer betrachtet als der kleine Junge, der im Kinderzimmer angefangen hat, Kartentricks zu machen, angefangen hat, seine Liebe zur Magie auf YouTube zu teilen, aber mehr auch nicht. Ich habe mich selbst zu klein geredet. Mit all diesen Magiern auf Augenhöhe zu reden, hat mir die Augen geöffnet. Es waren sogar Leute dabei, die mich erkannt haben und die sich gefreut haben, mich zu sehen und nicht andersherum, was mich total überrascht hat. Da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Es war für mich eine wunderschöne Erfahrung. Nach dieser Convention hatte ich zwar erstmal eine Woche lang die Schnauze voll von Zauberern und habe mich gefreut, nach Spanien zu fliegen und hier Vanessa zu sehen, denn glaubt mir, 5 Tage nur umgeben von Männern und vor allem 3 davon von 3000 Männern umgeben, das wird irgendwann doch relativ anstrengend. Nichtsdestotrotz, es war für mich wunderschön zu sehen, dass ich ein Teil des Ganzen bin und dass jeder von uns, sobald er seine Karten, seine Münzen, seine Ringe oder womit auch immer er zaubert, in die Hand nimmt, dass jeder Teil des Ganzen ist. Wir sind eine große Community weltweit, die alle dasselbe lieben und die alle dieselbe Sprache reden. Zankereien, Beefs und so weiter, alles schön und gut, aber im Endeffekt lieben wir alle dieselbe Sache. Und es tat wirklich gut, einfach mal 5 Tage lang nur mit derselben Sache zu verbringen. Vielleicht sehe ich ja nächstes Jahr auch einige von euch in Blackpool. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. An dieser Stelle auch noch einmal danke, danke, danke an Dennis, Olli und Erik, dass ihr so schöne Tage mit mir zusammen verbracht habt. Es war wirklich, wirklich cool. Ich vermisse die Zeit und alles, was ich dazu noch sagen kann, ist... Ihr wisst Bescheid, Jungs.